Austin, Texas. Hier gab es im vergangenen Jahr mehr als 35.000 Straftaten. Verbrecher in den USA sind oft gewaltbereit und bewaffnet. Die Möglichkeit, dass Leute Schusswaffen tragen, ist hier viel, viel höher als, in Deutschland. Sir, stop resisting. Stop. 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 Der Deutsch-Amerikaner Miles Grönloh fährt hier Streife. Get your left arm out. Generell gegenüber Deutschland würde ich sagen, ist Respekt hier vielleicht der Polizei gegenüber schon mehr. Respekt, den sich Miles und seine Kollegen Nacht für Nacht erarbeiten müssen. On your knees. Cross your feet. Hands behind your back. Do not make sudden moves. You understand me? Austin, 1 Uhr nachts. Miles Grönloh ist allein im Polizeiauto unterwegs. Ein Kollege meldet sich per Funk. Miles Grönloh soll ihm bei einer Autokontrolle helfen. Step out, do not look at me. Step out of the car. Das Auto steht in einem berüchtigten Drogenviertel. Hands up! Hands up! Step out, face away from us. Step out, hands up! Step to the left. Keep stepping to the left. Put the phone down. Show me your hand. Put the phone down. Drop it. Put it on the ground. Side step to your left. Step to your left. Left. Back up to the side of my boy. I think there's one more in the car. Show me your hands now. Trevor, I'm coming over to you. Back up to the side of my boy. Keep backing up. Keep backing up. I got taser point. I got taser. On your knees. Cross your feet. Hands behind your back. Do not make sudden moves. You understand me? Go on hands. Go on hand. Cars, keep your hands up. Everyone in the car, hands up. Do not move. You got any weapons on you? No, sir. All right. Wurde versucht anzuhalten, circa 2 Kilometer von hier. Ist dann bis hier gerollt und hat ihn angehalten. Wir denken mal, dass er wahrscheinlich Sachen ausgekippt hat da, die wahrscheinlich illegal sind. Step out of the car with your hands up. Do not make sudden move and show me your hands. Passengers, keep your hands up. In the car, hands up. In Texas ist das Tragen von Schusswaffen legal. Entsprechend vorsichtig müssen die Polizisten sein. Bevor sie das Auto durchsuchen, legen sie dem Fahrer und seiner Freundin Handschellen an. Man weiß nicht, was in dem Auto drin ist. Man weiß nicht, wie die Person auf einen reagiert. Man weiß nicht, warum die Person nicht angehalten hat. Im Kofferraum könnte sich eine weitere Person verstecken. Im Fußraum entdecken die Polizisten nasse Flecken, die verdächtig riechen. Wir gehen davon aus, dass das PCP ist. PCP ist eine Droge, die verursacht Halluzinationen. Wird häufig mit Zigaretten. Die Zigaretten werden dann eingetumpft und dann rauchen die und verursachen dann die erwünschte Wirkung. Ist ein ganz strenger Geruch, ist ein chemikalischer Geruch, der auch in dem Auto da ist. Deswegen gehen wir davon aus, dass es da ist. Im Rausch verhalten sich Drogenabhängige oft aggressiv. So kam es in der Vergangenheit häufig zu Angriffen auf Polizisten. Miles Grönloh und seine Kollegen rechnen jederzeit mit einem Übergriff. Sobald wir an die Person rantreten, nimmt jemand einen Taser. Ich hatte einen Taser in der Hand, dass wir auch eine Version haben, falls wir jemanden tasen müssen, dass das nicht direkt beide schießen müssen. Dann hat man einen Taser und könnte die Person tasen, anstatt zu schießen, falls irgendwas Unerwünschtes passiert. Und dann haben wir glücklicherweise die Person auch in Handschellen gekriegt, ohne dass irgendwas passiert ist. Und so soll das funktionieren. PCB, auch Angel Dust genannt, ist ein starkes Beruhigungsmittel. Es macht schnell abhängig und schädigt das Gehirn. Im Auto finden die Beamten ein eindeutiges Indiz. Smell, my dude. I don't care what you smell. Is my first rodeo? I know, that's cool. All right, well, guess what, man? You act like I'm the bad guy. You're the one that ain't stopping, riding around with bad tags. I am. That's why I was just going to the store. Everything right here. Making a bet. Okay. Well, next time, stop the police. So,
Er will nicht mit uns reden, weil er unter Arrest ist jetzt. Wurden ihm seine Rechte auch verlesen. Und im Moment will er nicht, oder nicht im Moment, aber er will mit uns nicht reden. Und dann kann man noch nicht mehr weiterfragen. Ja, also auf jeden Fall PCP. Der Geruch ist unverkennbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, dann vergisst man das nicht wieder. Das ist auf jeden Fall PCP, das er im Auto ausgeschüttet hat. Ja, ich gehe erstmal davon aus, dass wir versuchen, oder ein Kollege von mir wird jetzt versuchen, das Auto in dem Auto selber den Behälter zu finden. Dann wird darin getestet, ob das wirklich PCP ist. Und wenn das ist, dann wird auf jeden Fall auch eine Anzeige geschrieben für Vernichtung von Beweismitteln. Weil er auf dem Weg, deswegen hat er wahrscheinlich so lange gebraucht, bis er angehalten hat, weil er versucht hat, das Beweismittel zu vernichten. Dass man das dann später noch so stark riecht, da denken die meisten Leute nicht dran, weil die erstmal im Moment das erstmal weghaben wollen. Hat jetzt nicht geklappt, glücklicherweise. Miles Gröndo erkennt sofort, ob jemand unter Drogen steht. Wenn Leute PCP rauchen, wenn man denen in die Augen guckt und man den Finger davor hält, dann springen die Pupillen. Und das ist eine Sache, die kann man, egal wie viel man raucht oder wie häufig man das macht, da stellt man nicht ab und die Pupillen springen dann. Seine Pupillen springen ganz bisschen, nicht sehr viel. Das ist einfach ein Anzeichen, wo man noch sagen kann, die Person hat höchstwahrscheinlich PCP geraucht, weil die Pupillen dann anfangen zu springen. Da guckt man schnell nach. Leute, die PCP haben, haben eine unglaubliche Schmerztoleranz. Manchmal entspannen die gar keine Schmerzen, weil die von dem Körper so weit entfernt sind, dass der Körper an sich keine Schmerzen mehr verspürt in diesem Drogenrausch. Und das ist natürlich extrem gefährlich für uns, weil wenn Leute keinen Schmerz empfinden, dann... Ja, dann sind sie gewollt, alles zu tun, weil sie an sich keine Schmerzen verspüren. Also mit PCP ist höchste Vorsicht gegeben. Der Fahrer kommt wegen Flucht vor der Polizei und Drogenbesitzes ins Gefängnis. Seine Begleiterin darf aus Mangel an Beweisen gehen. Das Auto kommt zur Beweissicherung. Dem Fahrer drohen bis zu 5 Jahre Haft.